Polizei die Suchrettungsfahrzeuge eingedrungen. Wird mit einer Pille vorne von Norden. Warten haben wir bei vor drei. Wir sind das Feuerwehr heute um 18.14 Uhr zum Brandwohnhaus im Ortsteil Rosenau in der Gemeinde Sewalchen alarmiert worden. Beim Eintreffen von unserem ersten Fahrzeug ist das Gebäude bereits im Vollbrand gestanden. Wir haben umgehend die Alarmstufe 2 alarmiert, Hubrettungsfahrzeug Vöcklerbruck, die Einsatzführungsunterstützung, Atemschutzfahrzeug ist angefordert worden. Aktuell haben wir immer noch die Brandbekämpfung vor Ort. Was war besonders schwierig? Ihr habt gesagt, das Gebäude ist in Vollbrand gestanden. Wie war für euch das dann mit dem Löschangriff? Wie hat sich das gestaltet? Wir haben sofort begonnen, die umliegenden Häuser auf der West- und auf der Ostseite zu schützen. Und mittels zwei Zehrern haben wir versucht, einen Innenangriff zu starten, weil vermisste Personen im Gebäude vermutet sind. Der Innenangriff hat aber dann in weiterer Folge aufgrund einer zu hohen Brandlast abgebrochen werden müssen. Das heißt, Personenrettung in dem Sinn hat man dann keine mehr durchführen können? Wie es ist aktuell ausschaut, sind zwei Personen vermisst. Über alles Weitere werden wir dann in weiterer Folge dann schauen. Ja.